Heyo und willkommen zurück zu Crusader Kings 3 mit unserem jungen Herrscher hier an der Seite, dessen Namen ich mir noch richtig einprägen muss ich zugeben. Es sind außergewöhnliche Namen hier in der Gegend und ja, er hat schon eine ganze Handvoll Geld hier abgebildet und ist bereit, wieder in den Krieg zu ziehen gegen einen Gegner, den er gerade erst besiegt hat. Und das wird er auch tun. Er ist sich dem bewusst, dass er dem Feind stark überlegen ist. Wir haben in der vergangenen Folge noch einen Krieg begonnen aufgrund eines Anspruchhalters, nämlich niemand geringeren als seiner Frau. Sie kommt auf uns zu und sagt, yo, ich würde mich dir unterwerfen, wenn du meinen Mann umbringst und all seine Ländereien nimmst. Okay, das haben wir angenommen. Das werden wir machen. Damit starten wir in diese Folge rein, werden unsere Truppen erstmal fertig ausheben und unser Ratsmarschall wird sich hier Lagerer auch perfekt geeignet mit Katapulten und einiges an Kavalleristen und Bogenschützen Richtung Hauptstadt des Feindes begeben. Hier treten die Verbündeten des Gegners bei, auch der bereits erwähnte Al-Mudash, der Sohnemann eines historischen Charakters, ist hier mit dabei. Wir marschieren jetzt erstmal hier drauf zu. Er bekämpft hier erstmal Rebellen, die hier stattfinden. Okay, sehr nett von ihm. Werden hier die Truppen wahrscheinlich zweiteilen, hier unten gleich im Süden die nächste Festung mit belagern und können auch einen Foki wählen, was unseren Lebenswandel betrifft. Ich habe hier gerade schon ganz viel überlegt, in welche Richtung könnte man gehen, und auch wenn es hier das Spiel vorschlägt, ein Ränkespiel zu gehen, ich sehe ihn nicht ganz so sehr als Ränkespieler, als das Spiel ihn vielleicht sieht. Wenn dann überhaupt Anstifter, also dass er vielleicht ein paar Komplotte macht gegen das Byzantinische Reich, früher oder später. Nur für den aktuellen Moment sehe ich ihn vor allem bei Kriegsführung, denn er möchte dafür Sorge tragen, weniger als galante Person, auch nicht unbedingt als Aufseher, aber als jemand, der hier strategisch vorgeht und versucht, seine Ländereien auszubauen. Darauf sehe ich ihn, deswegen nehme ich diesen Perk auch. Und dann kommen wir hier auf 8, das ist ja schon mal ganz nett. Es ist schlecht hier, also weniger gut als der Durchschnitt, aber ausreichend, um hier weiterzuentwickeln. So, da werden die Armeen geteilt und die eine Armee marschiert hier nach Süden mit Graf Bagrat dem Zweiten. Nein, wir hören, dass unser Hund ausgebüxt ist. Ich reite geradeaus, mein Hund naseweiß neben mir, als er plötzlich ins Dickicht davonläuft. Mein Gefolge versichert mir, dass er wieder zurückkommen wird, doch was, wenn nicht? Wir werden hier würfeln, wie wir damit umgehen werden. Wir sind ja eigentlich demütig, könnte auch so ein bisschen Zurückhaltung sein. Aber ich würfel aus, ich habe eine 1 von 6, das heißt, wir rufen ihn und gucken, ob wir ihn wahrnehmen werden. Bisher nichts. Übrigens einmal kurz abspeichern, das muss ich als Gründen einmal machen. So. Ups. Oh ja, das kriegt man schnell belagert. Und nein, er ist ausgebuchst. Nach einer kurzen Suche finde ich naseweiß. Das Tier wedelt glücklich mit dem Schwanz und tut so, als wäre nichts gewesen. Ich dachte schon, es wäre tot. Der Hund hat etwas in seinem Maul und als er es vor mir ablegt, sehe ich, dass es sich dabei um ein paar Goldmünzen handelt. Schön. Apropos, wir sind nun hier auch kulturelles Oberhaupt und wir bräuchten um ganz viele Kirchen erbauen zu können, oder Schreine, so heißt das hier, brauchen wir die Stadtplanung. Das heißt, wir werden das erstmal forcieren und aufgrund unserer Perks, zum Beispiel demütig und auch unserer kulturellen Eigenschaften, sind halt Tempel oder hier Schreine sehr, sehr günstig zu bauen, sehr, sehr schnell gebaut, und er ist eben ein absolut religiöser Eiferer. Seine gesamte Kultur eifert nur nach Religion, also halte ich das für durchaus angemessen. Der Feind marschiert erstmal entlang, vielleicht kriegt er Unterstützung von seinen Verbündeten, aber bisher sehe ich davon keine. Und ich glaube auch nicht, dass die rechtzeitig da sein werden, um irgendetwas wirklich leisten zu können. Wir fördern hier übrigens die Kulturakzeptanz. Ja, das habe nicht ich gemacht, das ist tatsächlich noch von der KI gewesen. Das heißt, Kulturakzeptanz, ist das dann, dass er Kultur fördert? Nee, er fördert tatsächlich die georgische Kultur hier. Hm. Ja, gucken wir mal, was sich daraus entwickeln, wenn wir ihn einfach das mal machen lassen. So, die Hauptstadt ist fast erobert. Das geht relativ fix. Da brauchen wir gar nicht viel tun dagegen. Wenn wir auf Jagd gehen, gehen wir jetzt erstmal nicht. Wir werden jetzt erstmal hier dafür Sorge tragen, dass dieser Krieg hier gewonnen wird. Haben wir die Hauptstadt erobert, haben dadurch sogar ein wenig plündern können. Und jetzt werden wir erstmal die gründliche und die feindliche Armee schlagen. Sofern das möglich ist. Ein Bekannter wurde gefangen genommen. Hm. Jetzt aber keine besonderen Personen.
Spikey, der Unruhestifter. Meine Vasallin Bürgermeisterin Zabel kommt zu mir mit Wut in den Augen und einer Katze in der Hand, die sie am Nacken gepackt hat. Als sie mir das Tier entgegenwirft, erkenne ich, dass es sich dabei um Spikey handelt. Ich fand dieses kleine Monster zwischen meinen Habseligkeiten, was nicht zerkratzt war, war vollgepinkelt. Okay, werden wir sie entschädigen? Vasallin von uns, armenisch. Das war nur eine Katze. Ja, wir sind nur ein Tier. Also sind wir jetzt auch nicht mitfühlend genug oder großzügig, um ihr so viel Geld zu geben. 75 Gold. Das sehen wir auch mal hier. Minus 8,6 haben wir hier im Monat für unsere Armee, die wir hier ausgeben. Das ist enorm viel. Das müssen wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ne? Schauen wir mal, ob wir noch Gefangene haben, ja? Eine 13-Jährige auf. Ich glaube, wenn sie sich konvertieren lässt, dann könnten wir sie auch durchaus freilassen. Ne? Hat ja auch keine deutsamen Personen, also daher brauchen wir sie auch nicht weiter irgendwie ja, eingekackert lassen. Der Feind Roms. Oh, das finde ich nämlich höchst interessant, wie er sich hier entwickelt. Beim Studium der Taktiken historischer Generäle war ich höchst überrascht von den Taten des Hannibal Barca während des Zweiten Punischen Krieges. Hannibal, der als Feind Roms bekannt war, feierte seinen größten Triumph bei der Schlacht von Cannae, als seine Armee von rund 50.000 Soldaten die größere römische Armee, die 86.000 Köpfe zählte, durch geschickte Manöver einkesseln konnte. Von den umzingelten Römern, die sich nicht zurückziehen konnten, überlebten nur 3.000 das Massaker. Er lässt sich ja also von Hannibal Barca inspirieren. Okay. Wie Hannibal werde ich meine Feinde auslöschen? Hannibal war ein wahrer Meister der fabianischen Taktiken, oder? Hannibals größte Stärke war seine Vielsichtigkeit. Mhm. Kriegt denn da irgendwas dafür, das eine oder das andere? Wird ein aggressiver Angreifer bekommen? Logistiker? Fabianischen Taktiken? Oder Hannibals größte Stärke war seine Vielseitigkeit, flexibler Anführer? Mhm. Maximaler Schlachtwurf in Hügeln plus 2. Rikisho weiß, wie man den Vorteil von Verteidigungsarmeen verringert, die diese Befestigung, Gelände sowie das Überqueren von Flüssen und Mengen erhalten. Aggressiver Angreifer. Mhm. Auch in Hügeln kriegen wir plus 2. Ja, auch? Nee, da nicht. Aggressiver Angreifer. Ich bin unentschlossen. Ich werde hier auswürfeln, also er wird auf jeden Fall etwas nehmen. Ich würde würfeln zwischen 1 und 3. Also wieder mit einem W6 würfeln wir einmal. Würfel eine 5 von 6, das heißt, wir sagen, Hannibals größte Stärke war seine Vielseitigkeit. Das nehmen wir davon mit und bekommen hier diesen Trade. Aber er wird jetzt noch nicht so viel selbst kämpfen, vielleicht wenn er ein bisschen älter ist, wer weiß. Seid gegrüßt, Prinz Brikisho vom armenischen Fürstentum. Ich habe keine andere Wahl, als euren Bedingungen für meine Freilassung zuzustimmen. Nun gut, ihr seid nun historisch, dann ist dies in Ordnung. Wir kämpfen übrigens direkt gegen ihn selbst. Vielleicht können wir ihn gefangen nehmen. Wer weiß? Nee, können wir nicht. Aber seine Armee ist so gut wie vernichtet worden. Wir marschieren auch direkt hinterher und werden hier auch die Provinz im Norden erobern, sofern uns das gelingt. Die andere Armee ist hier auch erfolgreich und zieht hier nach Süden. Zu dieser kleinen Grafschaft hier. Ich glaube, das sind auch alles noch Stämme. Ist ein Clan, okay. Wir sind feudal, also auch schon weiterentwickelt. Sieht man auch an den Gebäuden, die wir hier schon bauen können und was wir so verfolgen. Er ist jetzt hier ready und möchte tatsächlich noch auf das Kaspische Meer fliehen, aber okay. Nee, wird er nicht schaffen. Wir sehen hier auch, die Ländereien sind vergleichsweise sehr, sehr grün, ne? Also schon ein paar Oasen, einige Steppen, aber auch ein paar wenige Wälder gibt es hier. Finde ich schön, also glaube ich eine sehr reiche Region in mehrerer Hinsicht. Hier kommt eine weitere Armee, der Scheichtum von Dakla. Wahrscheinlich von den Tuluniden hier unten, ne? Oh ja, das sind die. Oh Gott, marschieren die erstmal über einen halben Kontinent. Nun gut, aber sie werden, selbst wenn sie sich zusammenschließen, uns nicht wirklich gefährlich werden. Und nun verstarb jemand, unser Ratsmitglied, Atensee der Zweite, der Elegante. Er war auch nicht der allerbeste Ratskämmerer. Da gucken wir mal, ob es hier bessere Leute gibt. Wir können ja erstmal nach Meinung gucken. Mhm. Wir könnten hier einen Ritter zuweisen. Eine Bürgermeisterin. Jetzt schauen wir mal nach Rang. Mhm. Neu zuweisen. Nee. Dann machen wir mal Stärke. Wer könnte uns am gefährlichsten werden? Da gibt es auch keine besonderen Charaktere. Wir könnten hier eine Bürgermeisterin nehmen, die uns jetzt schon zweimal vorgeschlagen worden ist.
Hier auch noch eine bessere Bürgermeister. Ah, sie ist sowieso sehr, sehr gut. Sie ist 66 Jahre alt. Die wird sowieso nicht mehr lange leben. Aber für den Moment könnten wir das doch durchaus mal in Auftrag geben, wie ich finde. Mhm. So, wir könnten Verbündeten rufen, brauchen wir nicht. Wir könnten Dynastiemitglieder rufen. Das finde ich mal noch interessant. Ah, hier ist ein Dynastiemitglied. Das war mir nicht ganz so bewusst. Und hier hätten wir noch einen, nämlich mit dem wir das Bündnis eingegangen sind. Gehört auch zu unserer Dynastie. Also auch nicht schlecht. So, werden wir mal weiter gucken, dass wir das hier erobern. Ah, sie landen hier, möchten ihre Festungen zurückerobern. Wer weiß, ob sie das schaffen. Oh, da haben wir es schon geschafft. Ein Söldnertrupp läuft gerade ab. Sehr schön, aber wir haben diesen Krieg gewonnen, werden uns dieses gesamte Emirat jetzt hier einverleiben und bekommen einen neuen Vasallen, nämlich seine Frau. Schön, er ist jetzt nur noch ein... Doch, er besitzt tatsächlich noch 2 Grafschaften, auch in unserer Domäne. Das geht ja nicht. Die müssen wir aberkennen. Das ist kein direkter Vasall von uns. Okay. Er ist jetzt aber ein Untertan von uns und jetzt sind hier die armenischen Fürstentümer sehr viel stärker geworden. Sie hasst uns aber. Das dürfte eigentlich nicht sein. Verlangt Titelkraft von Sharki und Aran. Die beiden, nee, das wird nicht passieren. Wenn hier die Bekehrung verlangen, das muss sie auch annehmen. Gepriesen sei Gott. Nun gehört zu unserem Glauben, jetzt mag sie uns auch einigermaßen. Nicht schlecht. Ja, das nehmen wir doch erstmal so hin. Er müsste eigentlich auch konvertiert sein. Wie schön. 2 Fliegen auf einem Schlag. Schön. Gibt es einen internen Krieg? Ja, einen Krieg mit uns. Warum das denn? Galische Eroberung vom Scheichtum Mugan. Okay, also hier möchte uns jemand erobern. Das ist ja auch frech. Ich gerade die Truppen abgelöst. Das muss ich nochmal ausheben. Wird einen Moment dauern, oder? Ah ne, da sind noch 2000. Oh ne, ich bin gar nicht abgelöst. Vergesst das wieder. Hier nach Norden marschieren. Erstmal die Truppen sammeln. Euch kann ich auflösen, brauche ich nicht unbedingt jetzt hier für diese Angelegenheiten. Suinik wird belagert, ja. Frech, kommt eine sehr starke Armee. Nochmal mehr, sind das Söldner? Ich bin gespannt. Und eben diese neue Dame hier möchte auch wieder etwas in unsere Tiere sagen. Meine Vasallin Herzogin Saba kommt zu mir mit Wut in den Augen und ein Hund in der Hand, den sie am Nacken hinter sich... Okay, das gleiche wie eben. Nee. Werden sie nicht entschädigen, das ist doch nur ein Hund, damit müsst ihr doch leben können. So, werden hier uns erstmal positionieren. Ich bin jetzt am echt am überlegen, diese Schlacht hier zu führen. Könnte man gewinnen, ne? Erstmal hier positionieren. Oh ja, die wollen hier rüber. Mhm. Kulturelles Verständnis. Akzeptanz der Georgier und der Armenier füreinander wurden um 10% erhöht. Durch unsere Arztkämmerin. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Akzeptanz jetzt gerade ist. Muss ich mal gucken. 96%, das ist schon enorm gut. Ey, da kannst du auch damit aufhören, wie ich finde. Wärst du mit Kultur fördern, dann werden die nämlich ja, zu unserer Kultur. Fangen wir nämlich hier in unseren neu eroberten Regionen an. Und schauen, was wir da tun können. Wir werden jetzt hier rüber marschieren, schätze ich. Wie Hund und Katze. Ah, da ist das Ding, was ich mir schon gedacht habe. Ich gehe gerade durch den Innenhof, als ich sehe, wie Naseweiß und Spikey ihn aus unterschiedlichen Richtungen betreten. Ehe ich mich versehe, gehen sie auch schon aufeinander los. Fetzen von weißem Fell fliegen durch die Luft und sie knurren einander an. Diese ständigen Streitereien müssen aufhören. Sofort aufhören, Naseweiß. Reicht jetzt, Spikey. Ich will da nicht dazwischen den Fronten geraten. Naja, wir werden eher Naseweiß versuchen zu bändigen. Er ist der Hund und auch die Katze kann natürlich ordentlich austeilen, aber oft geht ja die Aggression dann vom Hund aus, glaube ich. Sofort aufhören. Ja, guck mal, wie der Hund reagiert darauf. Ich glaube, das findet er nicht so toll. Ich habe nun schon im gesamten Gebäude gesucht, stets begleitet von Spikey, doch ich kann meinen Hund Naseweiß einfach nirgends finden. Als ich mich nachdenklich zu Spikey hinunterbeuge, um die Katze zu streicheln, sehe ich ein Stück blutiges Fell zwischen ihren Zehen. Ich reiße es heraus. Sie faucht mich an und läuft in die Ecke des Innenhofs, in der etwas Weißes auf dem Boden liegt. Oh nein, Spikey, du hast doch nicht etwa... Nein. Den Hund getötet. Oh nein. Was ist denn für eine Katze, Mensch? Bitte.
Ja. Geht da entlang. Über unsere Festungen. Okay. Die Belagerung hier ist fast durch. Verliert ja sehr viele Truppen. Und dessen, dass er ja einfach über unsere Festungen drüber marschiert. Wir müssen jetzt diese Schlacht da suchen. Boah, aber der Krieg ist schon vorbei. Da brauchen wir diese Schlacht gar nicht mehr führen. Warum auch? Bezahlt sehr viel Geld an uns. Sehr schön. Und nun werden wir unsere Truppen erstmal auflösen und dafür Sorge tragen, dass die Perser hier vertrieben werden und die Armenier und Georgier hier wieder mehr Möglichkeiten bekommen. So, die haben noch einen weiteren Krieg irgendwo. Ich glaube, einen eigenen Bauernaufstand hier im Lande. Okay, behalten wir im Hinterkopf. Aber das könnte ein potenzielles Ziel irgendwann werden. Auch so der byzantinische Kaiser. Vielleicht wird es sogar ein Ziel werden von ihm. Jetzt dadurch seine Vorfahren, die Abbasiden vernichtet worden sind oder zumindest sich auflösen mussten. Vielleicht wird er auch dafür Sorge tragen, ja, dass er irgendwann mal intrigieren wird gegen das byzantinische Kaiserreich und ja, diese Region, die er eben anstrebt, vielleicht für sich gewinnen kann. Wir schauen nochmal rein. Großarmenien wären folgende Regionen. Ja, da gehört sehr viel dazu. Jetzt haben wir da schon einiges erobert, was wir brauchen. Aber damit könnten wir weitermachen hier mit dem Said. So, Gefangener könnte Lösegeld bringen. Haben wir hier irgendeinen Ratsspitzel, ein Abalter, nun gut. Könnten wir ihn nicht auch hinrichten dafür, wenn er ist da einem anderen Glauben zugehörig. Oder wen haben wir denn im Kerker sitzen? Das muss ich nochmal genau schauen. Gefangene. Mir einen Rasul, einen guten Kämpfer. Mhm, keusch, stur und fleißig. Mhm. Kurdo Masrikisch. Okay. Vielleicht würde man hier auch überlegen. Also hinrichten würde uns eigene Frömmigkeit bringen. Lösegeld fordern. Nee, meine ich auch nicht, sondern tatsächlich Freilassung. Wenn er bekehrt werden würde und rekrutiert. Oh ja. Würde er machen. Einen guten Kämpfer an unserer Seite. Muss ich hier natürlich offiziell unseren Doktrinen untergeben. Ich habe keine andere Wahl, als euren Bedingungen für meine Freilassung zuzustimmen. Genau das wollten wir. So, dann haben wir diese Punkte abgehakt. Wann könnte man hier einen Krieg führen? Wir könnten nämlich einen Religionskrieg führen, um alles davon. Der Gegner ist gerade relativ schwach. Wir würden alle Titel übernehmen, die seinem Glauben gehören, und alle apostolischen Herrscher werden uns direkt überstellt. Ich glaube aber nicht, dass es hier... Da haben wir jemanden, aber auch dieser Religion angehörigen hier auch. Wenn wir jetzt einen Religionskrieg anfangen, dann könnte es natürlich passieren, dass andere einsteigen und mitmachen bei diesem Kriege. Ist die Frage, das trotzdem machen? Ich kann mir das schon vorstellen, dass er das macht, oder? Komm. Wir werden das tun, werden direkt noch einen weiteren Krieg beginnen in dieser Folge noch und schauen, wo uns das hinführen wird, gerade weil es ein Religionskrieg ist, ne? So, gegen die haben wir eben schon gekämpft, zumindest ein Teil von denen. Wir werden hier rüber marschieren mit all unseren Mann, die haben 3000 Mannen hier. Die werden wir uns natürlich entgegenstellen. Erstmal dafür Sorge tragen, dass eben diese besiegt werden. Hat er Söldner ausgehoben? Tatsächlich, er hat Söldner ausgehoben. Ist die Frage, wir haben sehr viel Prestige, werden wir Verbündete rufen? Warum eigentlich nicht? Hört auch unsere Dynastie an und alles. Das passt doch eigentlich sehr, sehr gut. Er macht auch mit. Auch noch Truppen? Auch eine Söldnerarmee, oder? So. Oh Gott, jetzt hat der das geerbt. Oh je, oh je. Seid gegrüßt, mein bescheidener Lehnsherr. Ich bin Arni, in Arni angekommen, um euch zu huldigen, glorreicher Prinz, als Zeichen meiner Treue. Ich hoffe, mein Eid, mich zu unterzuordnen, reicht als Beweis meiner Ehre. Nee, reichen tut das nicht. Minus 100%. Gute Akzeptanz, apostolisches Böse. Ja, wir werden ihn erstmal in Empfangen nehmen, aber dann muss halt konvertieren, ne? Alles andere geht nicht. Ich warte geduldig auf meinen Thron, auf die Ankunft von Herzog Umaya, der mir auch schon bald angekündigt wird und präsentiert wird. Er kniet ehrerbietig nieder und leistet den Eid, dem Reich als treuer Vasall zu dienen. Als Herzog Umaya sich erhebt, stolpert er unbeholfen, den
gesamten Hof verschlägt es den Atem, als der Stürzling von mir auf dem Boden landet. Alle vier weit von sich gestreckt und putterrot vor Scham. Nein, wir werden hier sagen, eure Eide sind alles, was für mich zählen. Oder der elegante. Nee, wir sind demütig. Wir brauchen ihn nicht irgendwie runtermachen. Boah, wie viele Söldner hebt denn der gerade aus? 800 und da sind nochmal Söldner. Ja, nochmal. Mhm. Das ist nicht mehr dann. 1400 Mann. Verbündete ist hier. Arme Muhammad. Okay. Ah, als Hausmitglied. Verstehe. Werden wir mal sehen, wo uns das hinführen wird. Bündnis, könnten ein Bündnis aushandeln mit unserem Halbbruder. Boah. Braucht man nicht unbedingt, ne? Wird noch Lösegeld bekommen für diese Frau hier. Das werden wir auch noch mitnehmen. Und jetzt bräuchten wir für diese Kriege. Und jetzt schauen wir mal, ob wir diesen Krieg hier auch gewinnen können. Lass mal weiterlaufen. Und jetzt, wenn die sich da vereinigen, wird es nämlich langsam echt ein bisschen unangenehm. Jetzt hier die noch auf jeden Fall noch holen. Das machen wir auch. Da übrigens einen Bart bekommen. Irgendwas wollte ich gerade noch tun. Ah ja, die Pose wollte ich einmal wieder auf Default setzen. Trades, Pose, da. Ups. Sieht schöner aus, ne? Unsere Getraute hier ist auch noch nicht wirklich sehr alt, aber jetzt, ja. Wie sich das da entwickelt. So, hier die Schlacht wird geschlagen. Wir haben auch direkt einen guten Vorteil. Wir haben einen besseren Anführer, mehr Kriegsvolk und eben auch Hügelverteidigung. Hey, nicht schlecht. Ne, deren Vorteil, wollte schon sagen. Warum haben wir denn Hügelverteidigung? Gehen hier direkt weiter. Können wir ihn hier abfangen? Verbündeter kommt aus dem Westen dazu. Gucken, wie lange das dauert. Wir könnten einen inspirierten Charakter finanzieren. Nee, gerade nicht. Wir haben kein Geld dafür. Das ist noch ein bisschen zu teuer. Diese Schlacht hier nehmen wir auf jeden Fall mit. Gehen hier gut rein. Oh ja. Die Verstärkung kommt viel zu spät. Dadurch kriegt er jetzt sogar noch einen Verteidigervorteil. Also unser Kämpfer haben hier sehr, sehr mächtige Soldaten aufgrund dessen, dass wir so viel Armee, Kriegsvolk haben. Das ist schon nicht schlecht, würde ich sagen. Nicht schlecht. So, da sind die ersten Schlachten geschlagen. Auch sehr glorreich, möchte man dazu erwähnen. Wenn jetzt hier die ersten beiden Burgen belagern. Mal hier mal kurz drauf. Ja, 875, die Söldner wurden einfach vernichtet. Hier auch die Armee vernichtet und hier fast vernichtet. Und der Befehlshaber wurde erschlagen, währenddessen wir fast gar nichts verloren haben. Wenn wir mal im Kräftegleichgewicht gucken, 6000 gegen 500. Puh. Also das ist sehr eindeutig, würde ich sagen. Er demonstriert jetzt hier auch gerade seine Macht ein wenig. Ne? Also wenn er das jetzt ja auch noch erobert, auf einen Schlag fast doppelt so stark wie vorher. Ja, können wir den nicht einkerkern oder irgendwas. Ne? Der Tyrannei. Gärung verlangen. Und kein Druckmittel. Wir versuchen das mal, aber sieht nicht gut aus. Oh, er könnte, wenn er Druckmittel bekommt. Na gut, dann, das ist mir wichtiger. Dann könnten wir ihn sogar einsetzen als Ratskämmerer. Ja, das hat er, das muss er. Er ist einfach zu mächtig, der Vasall. Und macht das ja eigentlich auch ganz gut. So als Zeichen dessen, dass wir anerkennen, dass er konvertiert ist, bekommt er das. Was will er denn noch theoretisch? Er hat noch sehr viel negative Meinung von uns. Kein Bündnis als Clan-Vasall. Mhm. Nicht rechtmäßiger Lehnsherr. Okay, verlangt die Konvertierung, das wird runtergehen. Ja, kurze Herrschaft wird auch runter. Also da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Da kommen die letzten 500 Mannen des Feindes und möchten sich hier nochmal aufbäumen. Aber denen wissen wir auch entgegenzutreten, also gar kein Problem. Das wird jetzt ein bisschen schneller laufen. Das Ding sollte ja nicht längerwieriger Kultur sein. Ja, und dann mal schauen, wohin sich entwickeln wird, nehme ich an, ne? Der Polde machen es schon sehr viel aus. Ich gehe direkt weiter marschieren, vielleicht dorthin. Da auch noch zu dem X, die gehören. Oh, tatsächlich beides sogar. Dass das auch zusammenhängt, ist auch viel schöner und dann muss man das erstmal verwalten können. Ja? Hat er mit 20 Jahren schon so viel geschafft. Apostolischer Erhabenheit. Der Erzbischof Zachary hat sich mit seiner vollkommenen Ablehnung jeglicher fleischlicher Genüsse einen makellosen Ruf erarbeitet. Seine unerschütterliche Disziplin dient vielen jungen Apostolikern, die sich den niederen Verlockungen der Unzucht widersetzen, als Vorbild. Er ist ein Vorbild für uns alle. Na gut.
Der entzückte Vasall. Bei meinem Spaziergang sehe ich, wie meine Vasallin Gräfin Agavani neben meiner Katze Spikey kniet und sie sanft streichelt. Ihr habt ja eine zauberhafte Katze, mein Fürst. Wie scharfsinnig von euch, ja? Das ist richtig. Und wir haben den Krieg schon gewonnen. Oha. Gut. Dann haben wir in einer Folge gleich zwei große Kriege geschafft. Und sehen hier einen enormen Zuwachs. Und der muss jetzt erstmal verwalten werden. Vor allem muss hier, das muss ich ganz vergessen, ja alles ja auch konvertiert werden, ne? Fangen wir hier drüben an. Wir haben jetzt hier auch einige Grafschaften mehr. Das schauen wir mal, was wir hier abgeben von. Was wäre denn sinnvoll? Hier drüben auch eine Baronie. Eine ganz kleine Sache. Wir könnten ja schauen, wir haben ja Geschwister. Ja, einen Halbbruder. Er hat hier oben die Grafschaft geerbt von seinem Vater, unseren... Ja. Aber sie ist schon wieder verheiratet mit irgendwem. Mhm. Unsere Mutter macht auch komische Dinge. Aber unser Halbbruder hier, der hat jetzt hier oben zwei Grafschaften. Wie wäre es denn, wenn man ihn noch... Ne, kann man nicht. Das ist zu weit weg, finde ich. Muss ja so ein bisschen zusammenhängend sein. Haben wir denn noch irgendeinen Bruder oder so? Ich glaube nicht. Einer anderen Dynastie an. Das geht natürlich auch nicht. Gibt es denn Leute in unserer Dynastie, die irgendwie kein Besitztum haben? Hier zum Beispiel jemand, 18-jähriges Prinz Grigor. Du bist doch gemacht für jemanden. Als jemand, der hier was übernehmen könnte, oder? Du hörst unserem Hause an, hast eine sehr gute Meinung. Warum wirst du hier nicht zwei Grafschaften übernehmen? Kriegst diese beiden, oder? Ja, doch, diese beiden kriegst du. So, dann mag er uns sehr. Und dann könnten wir mal belegen, was behalten wir denn hier? Diese Grafschaft ist nicht besonders ausgebaut. Gar nicht, tatsächlich. Hier ist ein bisschen was ausgebaut. Nicht so viel, aber gar nichts. Ich glaube, wir nehmen Tebris. Tebris, die werden wir behalten. Und dann werden wir vielleicht die beiden hier behalten, dass es so ein bisschen zusammenhängend bleibt. Und die beiden hier abgeben, also als Grenzbefestigungen. Bischof. Könnte man noch ein Sondergebäude bauen, vielleicht irgendwann? Ja, auch. Ich werde das die beiden abgeben. So, haben wir denn noch jemanden aus unserer Dynastie, der noch nichts besitzt, der hier vielleicht für gemacht wäre? Hier ein 14-Jähriger, dessen Tornik ist dein Vater. Gibt es dann noch jemanden, theoretisch? Du denn? Du wirst doch auch gemacht dafür, finde ich. Nichts geerbt. Kommst an den Hof, dann kriegst du diese beiden Titel als Teil unserer Dynastie. Nur deswegen, ne? Also, möchte ich mal kurz mal dazu sagen. Zwei Grafschaften, schön. So, damit haben wir 6 von 6 und ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich erst einmal die Folge für YouTube. Vielen Dank fürs Einschalten. Das Reich ist gerade einfach verdoppelt worden. Er ist nicht ehrgeizig, aber ein religiöser Eiferer und hier hat man gerade zwei Feinde besiegen können und ja, große, große Teile des Ziels erfüllen können, die ehemaligen Regionen von Großarmenien zurückzuerobern. Na, wir sehen uns das hier nochmal an. Hier kommen die Umrisse. Da sehen wir das. Also das haben wir gerade hier erobert. Also eine ganze Menge. Und da wird er auch sehr wahrscheinlich weitermachen. Irgendwann, wer weiß, muss vielleicht auch der Nachbar dran glauben. Zumindest längerfristig betrachtet. Gut, bis dahin, haut rein. Ciao.